Einen wunderschönen guten Tag. Heute mal ein ganz besonderes Video. Ich habe heute das Fractal Definer 5 Gehäuse bekommen. Und darum habe ich mir gedacht, nehme ich das Ganze mal auf, wie ich es auspacke und erzähle euch gleich meine erste Meinung. Ich packe es jetzt zum ersten Mal aus. Ich habe von Bildern ungefähr im Kopf, wie es aussieht und was es denn ungefähr kann. Und das werde ich mal beschreiben und meinen Ersteindruck dazu in diesem Video kundtun. Hier haben wir mal das wunderbare Paket. Aus dem Paket ist es raus. Eine Bedienungsanleitung und ein Garantiehinweis. Auch mehr Styropor, gut verpackt. Hier nochmal in einer schönen Folie eingepackt. Ziehen wir den ganzen Kram hier mal raus. Und begutachten mal das ganze System. Wir haben hier vorne eine Kunststoffabdeckung. Sieht aus wie Aluminium oder Metall, ist es aber nicht. Es ist hochwertiges Kunststoff, fühlt sich gut an. Fühlt sich nicht an wie der billige Plastikramsch aus China. Machen wir mal auf. Und sehen hier eine Abdeckung, die Laufwerksschächte. Hier kann man gleich direkt Lüfter befestigen. Wir haben hier oben auch die eingebaute Lüftersteuerung in drei Stufen und können das vordere Panel hier einmal umtauschen, dass wir es in die andere Richtung öffnen können. Von oben haben wir unseren klassischen Ein- und Ausschalter und zwei Audiobuchsen. Für Kopfhörer und für Mikrofon. Hier haben wir noch einen Reset-Knopf und USB 3.0 zweimal und USB 2.0 zweimal. Schauen wir uns das Ganze nochmal von der Seite an. Sehen wir, dass ich das Ganze mit Sichtfenster gekauft habe. Das ist jetzt noch abgedeckt. Das ziehe ich jetzt mal ab hier. Von der anderen Seite ist auch nochmal abgedeckt. Schraube ich mal das Gehäuse auf. Ja. Rändelschrauben, sehr schön. Und hier auch nochmal ein Schalter oder ein Taster, sage ich mal, damit wir das Gehäuse auch schön aufmachen können. So. Wunderbar, stehen wir zur Seite hier. Hier hinten sehen wir unseren Lüfter. Den können wir in der Höhe verstellen, um noch Radiatoren oben einzubauen. Hier haben wir unsere Slotblenden, die sind weiß. Ebenfalls wieder Lüfter, das typische Fractal-Design. Der Mainboard-Schacht ist ein bisschen nach hinten versetzt, was dafür sorgt, dass nur ATX, Micro-ATX und Mini-ATX in dieses Gehäuse passen. Weshalb wir natürlich ein bisschen mehr Platz für einen Prozessorkühler haben, wenn er mit Luft betrieben wird oder mit Luft gekühlt wird. Und wir hinten im Gehäuse noch ein bisschen mehr Platz fürs Kabelmanagement haben, weil der Rest natürlich ein bisschen vorgeholt ist. Das ist ganz ideal. Dann sehen wir viele Laufwerksschächte. Die lassen sich alle komplett hinausnehmen mit den Rändelschrauben an der Seite. Und lassen sich drehen und ins Gehäuse woanders hinsetzen. Allerdings können wir sie natürlich auch ganz weglassen, um den Luftstrom zu verbessern. Das Ganze ist aus Metall und fühlt sich auch wesentlich hochwertiger an als so manche andere Laufwerksschächte und lässt sich dementsprechend auch nicht so leicht verbiegen. Wir sehen, das Ganze ist relativ materialarm gehalten, dass die Luft trotzdem gut zirkulieren kann, auch wenn alles hier verbaut ist. Aber ich werde sie rausnehmen, weil ich sie nicht brauche. SSDs können wir auf der
Rückseite vom Mainboard quasi anbringen. Da haben wir auch nochmal zwei Schächte. Das ganze Gehäuse ist auch auf Wasserkühlung gebaut. Wir können oben einen Radiator anbringen, unten im Gehäuse, hinten und vorne, wenn wir die Laufwerkschächte wegnehmen. Hier haben wir drei Kunststoffplatten. Die sind geklemmt und lassen sich dementsprechend auch entfernen, um zum Beispiel Luft zur Radiatorkühlung freizugeben, sage ich mal. Meiner Meinung nach hätten die auch magnetisch sein können, das wäre natürlich nicht schlecht, aber geklemmt funktioniert auch ganz gut. Die sind ebenfalls gedämmt, sodass auch hier kaum Lautstärke rauskommt. Auf der Vorderseite kommen wir an unseren Staubfilter ran. Sehr schön, fühlt sich gut an und lässt die Luft dementsprechend auch gut durch. Wir haben natürlich noch einen zweiten Staubfilter fürs Netzteil und für Luft von unten. Können wir auch ganz sanft rausziehen. Und der streckt sich über das ganze Gehäuse hinaus. Wirklich wunderbar, da kann man nicht meckern. Nun haben wir noch das Zubehör, das haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Ich werde jetzt mal eben kurz entpacken. Mal sehen, was wir da so drin haben. Na komm, na komm, na komm. Diverse Schrauben, Rändelschrauben, ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr für allerlei Krimskrams. Dämmringe für Lüfter, damit diese nicht zu laut sind. Diverse Kabelbinder für das Kabelmanagement und ein Aufsatz für einen Schraubenzieher, um die Schrauben vom Mainboard zu lösen. Das finde ich ganz gut. Das ist immer nämlich so ein bisschen Fummelarbeit, finde ich. So, das war mein kurzer Ersteindruck zu dem Gehäuse. Muss ich sagen, für den günstigen Preis war das wirklich ein hervorragendes Gehäuse. Da gibt es viel teurere. Na klar, ja. Die Klappen oben könnten meiner Meinung nach magnetisch sein. Aber ist auch keine Pflicht. Und insgesamt bin ich sehr zufrieden. Und ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen. Das ist meine erste tatsächliche Aufnahme, sage ich mal, mit einer Kamera. Ist noch alles ein bisschen ungewohnt, ein bisschen neu. Kritik gerne in die Beschreibung, in die Kommentare, sage ich. Link zu dem Gehäuse findet ihr auch in der Beschreibung. Und dann wär's das. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.